Aufbauen müssen, entsprechend wieder zum Beispiel. Ja,
wir haben jetzt nächste Woche die Situation, dass wir gegen den Gegner spielen, der momentan, ich weiß nicht, von den letzten 6 Spielen 5, mindestens 9 Tore Unterschied verloren hat, der vor allem zu Hause sehr keine gute Leistung gezeigt hat. Das können die Jungs auch alle in der Tabelle sehen. Ich glaube, die größte Schwierigkeit da nächste Woche wird sein, dass wir uns angemessen auf den Gegner fokussieren. Auch aufgrund der Tatsache, dass sie es jetzt fertig gebracht haben, den Hasloch nur 3 Tore zu werfen bis zur Halbzeit. Das setzt sich irgendwo fest im Kopf. Und dann wird es einfach das Wichtigste sein, dass wir schauen, nächste Woche den Fokus dort zu haben und einfach die Gemeinschaft uns genauso präsentieren zu wollen, wie wir das letzte Woche in der Vorbild gemacht haben. Wie wir das leider heute nur phasenweise geschafft haben, gerade im Angriff. Ja, zu denken vor allem. Ich bin dann ziemlich auf Grün nach Halsweg und hoffe, dass wir uns im nächsten Heimspiel wiedersehen. Und weiterhin.